in einem gleichmäßigen Magnetfeld von 5 mal 10 hoch minus 5 Tesla wird ein rechteckiger Rahmen senkrecht zu den Feldlinien aufgestellt. Die Seiten des Rahmens messen 10 cm und 25 cm. Der Rahmen wird innerhalb von 0,1 Sekunde gleichmäßig bis zu einer Neigung von 60 Grad gegenüber seiner Ausgangslage gedreht. Berechne die induzierte Spannung. Hier ist dieser rechteckige Rahmen mit dem Vektor Magnetfeld Vektor groß B. Die magnetische Feldstärke groß B ist gleich 5 mal 10 hoch minus 5 Tesla. Die Breite kleine l von dem Rahmen misst 10 cm, also 0,1 Meter. Die Länge groß L von dem Rahmen misst 25 cm, das heißt 0,25 Meter. Jetzt wird dieser Rahmen um 60 Grad gedreht und somit entsteht hier dieser Winkel Theta, den der Vektor B, Magnetfeld, und ein Normalvektor zu dieser Ebene bilden. Dieser Winkel Theta beträgt 60 Grad, weil ja hier um 60 Grad gedreht wurde. Die Zeitspanne Delta T beträgt 0,1 Sekunde. Gefragt wird hier die induzierte Spannung, die wir in Volt ausdrücken. Und um die herauszufinden, nutzen wir diese zwei Formeln. Zuerst diese. Wir suchen zuerst den Fluss am Anfang. Der magnetische Fluss am Anfang wird berechnet durch B mal A mal Cosinus von dem Winkel Theta, den dieser Vektor B und ein Normalvektor zu dieser Ebene bilden. Die zwei Vektoren bilden den Winkel 0 Grad und der Cosinus von 0 Grad ist 1. Demzufolge berechnen wir den anfangsmagnetischen Fluss Phi 0 durch B mal A mal 1, also durch B mal A. Durch dieselbe Formel berechnen wir den magnetischen Fluss bei der Endsituation. Der wird berechnet durch B mal A mal Cosinus von diesem Winkel Theta. Die Variation des magnetischen Flusses Delta Phi wird berechnet durch Phi minus Phi 0, also durch B mal A mal Cosinus von Theta minus 1. Der Flächeninhalt A von diesem Rahmen, das ist die Breite klein l mal die Länge groß L, also so. Jetzt nutzen wir diese Formel, in der wir Delta Phi durch dieses Produkt ersetzen, ist gemacht. Und in diesem Bruch ersetzen wir groß B durch 5 mal 10 hoch minus 5, klein l durch 0,1, groß L durch 0,25, Theta durch 60 Grad und Delta T durch 0,1. Und somit finden wir, dass die induzierte Spannung gleich ist zu 6,25 mal 10 hoch minus 6 Volt.